Die meisten von uns verbringen ihr Leben damit, Gefahr zu meiden. Ja, der ist sauber. Wo ist Sabrina? Schön, dich zu sehen, Harlan. Hey, aber ich bin auch noch da. Sei still, Melvin. Ja, Mim. Genug Smalltalk. Ziehen wir jetzt unseren Drogendeal durch. Aber für andere gehört Gefahr einfach zum Leben dazu. Und jetzt bleibt mir nur noch die simple Übergabe dieses höchst belastenden Aktenkoffers voller Geld an dich. Ah! Mein zartes Gleichgewicht! Ah! Ein Bulle! Weg hier! Mach doch schnell raus für die Bullen! Wenn ich einen eigenen Körper hätte! Du hast mich gerade 3 Jahre Arbeit gekostet und einen Eimer deckenfarbiger Körperfarbe. Ich verhafte dich wegen Sabotage. Und für jedes Mal springen kriegst du 1 Anklagepunkt dazu. Ah, 1, ah, 2, ah, 3. Organisiertes Verbrechen feiert ein Comeback in New York. Zum Missfallen aller gesetzestreuen Bürger und zur Freude aller Lokalnachrichtensprecher. Hier Reaktionen zufällig ausgewählter Vollpfeifen. Naja, es ist schon unheimlich, aber auch irgendwie aufregend. Naja, wie in einem Film eben. Goodfellas? Nein, der andere. Der Pate? Nein, der mit dem Mann, so ein fetter Kerl. Los, weiter, Sie schaffen das. Sie machen sich also keine Sorgen wegen der Zunahme des organisierten Verbrechens? Nö. Sagen Sie mal, was passiert da hinter Ihnen gerade? Nichts von Bedeutung. Gerüchten zufolge steht an der Spitze dieser äußerst aggressiven Einbrecherbande die mysteriöse Unterweltgröße Sabrina Maroney. Hier auf einem unnötig aufreizenden Polizeifoto. Randall, wieso hast du einen Anzug an? Willst du heute wirklich die Wohnung verlassen? Ich mache einen Testdreh für meine neue Fernsehformat-Idee. Das wird der Hammer. Ich nehme Leute in so einer Limousine mit und filme mit versteckter Kamera, wenn sie total breit sind und am Ende furchtbare Sachen sagen. Das nenne ich der rollende Beichtstuhl. Das klingt verdächtig nach so einer uralten Serie, der Taxi-Beichtstuhl. Ach wo, Mutti. Das ist was ganz anderes. Entfernt ähnlich ist allerhöchstens der Golfwagen-Beichtstuhl. Hallo allerseits, wir haben heute einen neuen Mitschüler zu begrüßen. Lehrer, bevor wir grüßen neuen Mitschüler, wieso ist schmutzig Bad bei euch hier? Goran, das ist unser neuer Mitschüler und ich schlage vor, wir nennen ihn Bruce. Bitte begrüßt ihn herzlich. Leute, ganz ruhig, er ist nur ein harmloser Bad Boy. Reicht dir das oder ist das noch nicht genug? Na, der ist tot. Entschuldigt, Leute, ich sah das längst kommen, aber ich darf sie erst killen, wenn sie jemanden beißt. Was? Dieses Bad Boy-Gift ist leider extrem giftig und unberechenbar, also zeigt mir, wo ihr gebissen wurde, damit ich den Teil abschlagen kann, bevor es sich ausbreitet. Hier am Arm. Danke. Na, und bei Ihnen, Dr. Fraser Crane? Nichts passiert. Fein, wo meine Machete jetzt so hübsch in Aktion ist. Wer will einen Haarschnitt? Ein bisschen die Spitzen nachschneiden. In den Hustler Club, bitte. Bin schon unterwegs. Sind Sie nicht zufällig der von diesem Film, die Verurteilten? In der Tat, der bin ich. Morgan Freeman. Das muss echt Laune gemacht haben, den zu drehen, hm? Das war ein wahr gewordener Albtraum. Der Regisseur Frank Darabont machte aus dem Set ein echtes Privatgefängnis. Schon am 4. Tag hat Tim Robbins den Tonmann abgestochen wegen Respektlosigkeit. Wir haben ihn in einem kleinen namenlosen Erdloch begraben und geschworen, nie wieder davon zu reden. Sehr schön, Morgan. Übrigens ist die Sache die, ich habe die gesamte Unterhaltung für eine TV-Serie aufgezeichnet. Das weiß ich doch schon. Ich war in der 4. Staffel von Golfwagen-Beichtstuhl dabei. Oh, mir ging's nicht so schlecht, seit Randall mit Entourage ankam. Hey, Kumpel, pass mal auf, wo du langläufst, ja? Wie bitte? Ich sagte, pass auf, wo du langläufst, Mann. Wieso höre ich das plötzlich? Hier mit der Handtasche! Na los! Sie können alles haben, nur tun Sie mir nichts! Crime Alley. Ich muss mal mit dem Verkehrsamt wegen dieses Namens sprechen. Okay, Lily. Straftäter hast du schon oft gestellt. 1000 Mal bestimmt. In der Vorstellung jedenfalls. Pfefferspray, lass mich nicht im Stich. Her damit! Ne Sabina, Kundenkarte? Sag mal, willst du mich etwa verarschen? Aber sie bringt Bonusmeilen und kostet keine jährliche Gebühr. Und wo kann man einkaufen mit dem Teil? Nirgendwo! Aber Gerechtigkeit kann man doch sowieso nicht kaufen. Das verursacht ein leichtes Brennen!
weshalb ich dich töte. Ja, ja. Ich werde mein Leben ändern. Jetzt sind meine Nebenhöhlen frei. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass Ihre Augenbrauen abgefallen sind. Das stimmt wirklich. Mein Gott, ich verwandle mich in einen Bad Boy. Oder Steve Buscemi. Wenn ich mein Gesicht sowieso bedecken muss, könnte ich genauso gut Superheld werden. Oder vielleicht ein Mexican Wrestler. Nein, doch lieber Superheld. Und fertig. Oder wird es sein, denn zuerst geht es in die chemische Reinigung und kommt dann unter die Fusselrolle. Willkommen bei dieser Geiselsituation. Darf ich Ihre Wünsche entgegennehmen? Wir wollen einen Bus zum Flughafen, einen vollgetankten Jet und 12 Pepperoni-Pizzas. Psst, Harley, Mikey ist laktoseintolerant. Schon vergessen? Hey, eine Pizza muss einmal nur mit Soße sein. Ihre Bestellung ist in 30 Minuten oder weniger da. Pizza. Hey, Boss, Ihr Megafon ist noch an. Hab ich da gerade Pisser gehört? Meine armen Ohren! Stehen bleiben! Ihr seid alle verhaftet! Wer soll denn das sein? Ich bin Batperson. Ein geschlechtsneutraler Superheld? Wo immer Verbrechen herrscht, er findet... Oh, verdammt, das ist mein Bus! Halt! Anhalten! Danke, dass Sie gekommen sind, Batmensch. Und das ist unser Deal. Maskierte Rächer halte ich ohne Ausnahme für Abschaum. Aber ich bin bereit, eine Ausnahme für Sie zu machen. Wir sind zu wenig, zu überarbeitet und leisten keine gute Arbeit. Ich stehe zu Diensten. Wo immer das Schlechte droht, die rein... Ja, ja, ja. Weniger reden, mehr Verbrechensbekämpfung. Sie können Ihren verkäpten Kreuzzug durchziehen. Unter einer Bedingung. Sie suchen sich einen Partner. Sorry, Operchen. Ich arbeite allein. Koala Boy! Ist das Ihr Ernst? Zeig's ihm! Na, beeindruckt? Vom Karate? Ja. Von dem Kostüm? Nein. Der Schnitt ist grottig und die Farben passen null zu seinem Teint. Ich würde ihn... Es ist nun mal so und jetzt hauen Sie ab. Immer noch laufen Leute von Sabrina hier rum. Und ich will in die Billigvorstellung von Jersey Boys. Ja, so sei es. Batperson und Koala Boy, voran! Sollen wir die Feuerleiter runterklettern oder wollen Sie lieber kurz weggucken oder... Na, folgen Sie mir. Ihr könnt den Lastenfahrstuhl nehmen. Vergiss nicht, was wir gesagt haben. Wenn die Zeit reif ist, chop, chop, chop. Klar? Ach, blöde Touristen. Was soll ich denn jetzt mit mir anfangen? Mann, dass ein Tag so viele Stunden zum Totschlagen hat. Das muss mindestens 24 von den Dingern geben. Ich wollte immer meine kreative Seite erkunden, aber ich hatte ja nie Zeit. Ach, was soll's. Kann mir bitte einer erklären, wie erledigt ein Idiot in einem Fledermausdress 6 von euch auf einmal? Kann er Kung Fu? Karate? Gladiatorenringkampf vielleicht? Thai-Boxen? Die brasilianische Kampfkunst genannt Capoeira? Sondern? Na, er hat diesen schrecklich lauten Schrei. Wie so eine Trillerpfeife gegen Vergewaltigung. Hä? Die ich noch nie gehört habe. Ich brauche jemanden, der diesen Loser fertig macht, bevor er mehr als Kleingeld aus meinem Unternehmen abzweigt. Wie bei diesem Banküberfall. Oswald, wie viel Geld hat mich das gekostet? Genau 60 Millionen Dollar, Sabrina. Scheiße, ihr Pinguine seid wirklich die besten Buchhalter. Grenzwertig beleidigend, aber gleichzeitig ein Kompliment für meine Fähigkeiten. Und sie ist die Kundin. Danke. Tötet Bad Person. Oder ich cancel den verrückten Shirt-Tag. Oh ja, das werd ich. Nicht doch. Oh ja, das werd ich. Nein. Flashdancers, okay? Und richtig Gas geben. Hey, Sie sind doch der Oscar-Preisträger Christian Bale. Ja, der bin ich. Ich hab gehört, wie Sie diesen Beleuchter zusammengeschissen haben. Na, und da muss ich Ihnen sagen, die kleine Fotze hatte es verdient. Recht so. Und da waren Sie noch sehr nett zu ihm. Fakt ist, es ist noch nicht vorbei. Mit dem habe ich noch Großes vor. Ich verwandle sein ganzes Leben in die Hölle auf Erden. Aha, finde ich gut so. Es geht damit los, dass ich
eine Geschlechtsumwandlung durchführen lassen werde. Ich weiß, das klingt extrem, aber ich habe Schlimmeres für Rollen getan. Und das ist der Moment, wo er begreift, seine Ehefrau, seit über 20 Jahren, das war nur ich in einer Verkleidung. Dann lasse ich mich von dem Schwein scheiden, kriege das Sorgerecht für unsere vier Kinder und nehme ihm absolut alles ab, was er besitzt. Wow, Sie gehen in Ihren Rollen aber wirklich sehr auf. Und dann dieser Arsch, der das Ganze ohne meine Erlaubnis gefilmt hat, den trifft's mindestens 10-mal härter. Oh, so ist das. Alles klar, Mann. Das hier geht aufs Haus. Noch einen netten Hupen im Gesicht abend. Danke, Mann. Gut aussehender Typ. Bad Person. Walla Boy. Bad Person. Walla Boy. Supersonic Screech. Karate. Punching. Exceptional Hearing. Bad Person. Headlines. Hey, wo steckt eigentlich Mark schon die ganze Woche? Bad Person. Bad Person. Tricky. Oh, bitte. Lustiger geht's echt nicht. Wer ist da? Ich bin es. Ach, Mark, wo warst du die ganze Zeit und was hast du gegen die Tür? Ich ziehe es vor, im Schatten zu sein. Oh, ein Kostüm. Sexy. Wen willst du darstellen? Ich bin Bad Person. Oh, der Idiot, der ständig in den Schlagzeilen ist? Ich schmeiß mich weg. Still jetzt. Oh, bei Satan, du musst dieses bescheuerte Ding öfter tragen. Ich hätte auf den Schrei verzichten können, als du gekommen bist, aber das ist ein kleiner Preis. Ja, alles klar. Ich muss jetzt gehen. Böses ist jederzeit im Schwange. Ja, bestimmt. Bad Person voran! Oh, meine Maske! Ah, was für eine Scheiße geht denn mit dir ab? Du siehst wie Steve Buscemi aus. Schau mich nicht an. Du bist also von diesem Bad Boy gebissen worden, nicht wahr? Moment mal. Du bist also wirklich Bad Person. Das darf keiner wissen, Kelly. Ich muss meine wahre Identität vor der kriminellen Unterwelt schützen. Und vor der Rechtsabteilung von DC Comics. Mark, du musst dich sofort behandeln lassen, ansonsten bleibt das für immer. Ich mache doch keinen Sex mit einem Bad Boy. Ach, nicht nochmal. Es tut mir leid, Kelly, aber ich bin das Einzige, was zwischen Ordnung und Chaos steht. Du? Du hältst ja sogar Armdrücken für Körperverletzung. Das hat Mark Lilly gesagt. Ich bin Bad Person. Besten Dank für den Beischlaf noch. Und aus. Die Fledermaus. Psst, den Spruch gibt's schon. Ach, scheiße. Ha! Grimes, wir müssen reden, draußen. Hat das nicht Zeit? Unsere Aufführung ist in 3 Tagen. Sofort! Sehr schön, Natalia. Kurze Pause. Ich habe Bad Persons wahre Identität rausgekriegt. Es ist Mark. Ist nicht wahr, Sherlock. Das lag ja wohl mehr als auf der Hand und sein Name ist sogar auf seinem Gemächtschutz eingestickt. Sie wussten, dass Mark in Gefahr ist und ignorierten das, um ein Tütü anzuziehen? Das hier ist aber ein Modern Dance Trikot, Männergröße 26. Wie dem auch sei, ich habe ihm den Koala mitgeschickt. Wenn es zu wild wird, beißt Dark Mark einfach und er ist wie im Nu geheilt. Wollen Sie damit sagen, der Biss von einem Koala-Mann heilt den Biss von einem Bad Boy? Ja, Sie sind ja wohl auf die Sonderschule gegangen. Gehören so selbsternannte Gesetzeshüter nicht sofort verhaftet? Ja, ich sollte wohl das Verbrechen mit mehr als 3 Männern in einer 8-Millionen-Stadt bekämpfen. Ich finde, Sie schützen die Bürger wirklich super, Grimes. Kopf einziehen! Hey! In solchen Momenten wünschte ich mir immer, ich wüsste, was Ironie bedeutet. Das ist eine Botschaft für Bad Person. Begib dich in unsere Gewalt. Oder wir töten diese Freundin von dir. Wir schicken nur miteinander. Sorry, ich meinte Fick-Verhältnis. Schockierende Bilder, die ohne Zweifel super Quote bringen. Katsching! Was machen wir nur? Sie haben Kelly. Ich meine, Sie haben eine unschuldige Frau, mit der ich niemals Geschlechtsverkehr vollzog. Lassen Sie das doch, Lilly. Ich wusste es die ganze Zeit. Ich hätte das nie so weit kommen lassen dürfen, aber mir war nie klar, wie viel Tanz eigentlich in mir steckt. Ich bin ein Tänzer. Das verstehe ich, Grimes. Alles okay. Oh, Kacke. Sie sehen furchtbar aus. Doug, beiß ihm in den Arsch.
Hey, was soll das? Er will sie heilen, sonst verwandeln sie sich endgültig. Oh nein. Zuerst muss ich Kelly retten. Ich hab's angefangen und ich bring's zu Ende. Schön. Ich bin irgendwie erleichtert, dass Sie das sagen. Heute ist meine Tanzaufführung. Eine bewegungsbasierte Studie des 91er-Spielfilms in Sachen Henry. Hier ist ein Flyer. Wenn Sie Sabrinas Gang hochnehmen wollen, brauchen Sie alle Waffen, die Sie nur kriegen können. Ich kann Ihnen natürlich keine richtigen Waffen geben, aber bedienen Sie sich gern an den abgelehnten Spezialutensilien. Dieser Ball imitiert perfekt das Eiswagenläuten. Das hier ist eine Uhr, die ein Gas freisetzt, das 100 pro wie Furz riecht. Das gratis T-Mobile-T-Shirt, das man bei der Aktivierung kriegt. Wann könnte irgendetwas davon jemals nützlich sein? Die Sachen wurden nicht ohne Grund abgelehnt. Nehmen oder nicht nehmen? Es geht los. Nee, Mann, wie uncool. Häng mir ja nicht dein Gefurzer an, Bruder. Nenn mich nicht Furzer, du Furzer. Hey, denkt ihr auch gerade, was ich denke? Ja, ich nehme einen Schokotaco. Die Utensilien sind weitaus praktischer als erwartet. Oh, Mark, du bist endlich gekommen. Es gibt eine neue Real Housewives-Staffel. Ich sterb, wenn ich die verpasse. Shh. Hauen wir hier besser ab. Eine sehr gute Idee. Du störst meine kleinen Freizeitaktivitäten das letzte Mal, Bad Person. Das bedeutet Schuss ins Gesicht. Noch letzte Worte? Nur eins. Die Fledermausgene bringen Vorteile. Ich bin zwar kein guter Kämpfer, aber die Nachtsicht ist irre. Au! Kelly? Wo ist die hin? Kopf einziehen, sagte ich doch. Keine Angst, mein treuer Begleiter. Für den stilvollen Transport im Notfall ist nur eine Nummer zu wählen. Skeffington Fahrservice. Wenn Sie sich echauffieren, werden wir Sie chauffieren. Jetzt im Ernst, wo soll's hingehen? Warte. Wie jetzt, Alter? Du bist eine Fledermaus? Und jagst Gangster? Kelly, was? Wie? Mark, jetzt mal ehrlich. Wenn du so dringend ein Auto brauchst, kannst du auch einfach fragen. Zum Amt für Sexorgien bitte, wenn Sie so freundlich wären. Gar kein Problem. Allerdings müssen wir unterwegs kurz anhalten, wenn Sie nichts dagegen haben. Bitte tun Sie, was Sie tun müssen, mein guter Mann. Mein Name ist Michael Caine. Da lang und Gas geben! Okay, aber nachher zu Hause werden wir noch über dein Outfit reden. Wussten Sie schon, dass Sie quasi ein Doppelgänger sind? Und zwar vom jungen Dudley Moore? Während der Dreharbeiten zu Hannah und ihre Schwestern glaubte ich die gesamte Zeit, der Film hieße Panda und ihre Schwestern. Und sie würden später noch einen Panda-Bären einsetzen durch Special Effects. Dein Freund ist geradezu nervtötend anhänglich. Ja, sehr lästig. Und was nun? Keine Ahnung. Drängen Sie von der Straße oder so? Das ist ein gepanzerter Van. Und das ist ein Lincoln Continental. Geleast. Am Set von Gottes Werk und Teufels Beitrag hat Tobey Maguire in drei unterschiedlichen Situationen versucht, Sex mit mir zu haben. Schnauze, Michael Caine! Dein Freund da verabschiedet sich gleich mit einem großen Knall. Ihre Idee? Wie elaboriert. Zugegeben etwas mäßig, aber ich versuche auch noch zu fahren. Was ist das denn? Ist das Steve Buscemi? Ich liebe seine Arbeit. Oh je. Er sitzt mir im Haar, er sitzt mir im Haar. Raus da, raus da, raus da, raus da. Ulkige Story, damals am Set von Der weiße Hai, die Abrechnung. Da habe ich nebenbei so ein eingeborenen Kind ermordet und dann als Pastete an einen Film-Catering-Service verkauft. Oh, Mark, ich bin dir so dankbar, dass du mich gerettet hast. Es ist mir völlig egal, wie du auch aussehen magst. Du bist trotzdem mein Held. Beiß ihn, Doug! Beiß
Medizin! Übrigens, Lilly, er muss sie ein Jahr jeden Tag einmal an der Stelle beißen, damit sie keinen Rückfall kriegen. Oh, klar wird er das. Es heißt oft, wir sollten das Leben im Einerlei meiden und uns hohe Ziele stecken, für die wir alles auf eine Karte setzen. Es freut uns, dass wir ins Geschäft kommen, Mr. Scaffington. Und hier ist Ihr Eimer voller Geld. Damit wir Wege finden, bessere Menschen zu werden. Ich fasse es nicht, dass ich dafür Football sausen lasse. Selbst wenn dafür das Risiko größer ist als der Gewinn. Einen Anruf darf ich ja wohl machen, oder? Hat hier vielleicht irgendjemand die Nummer von Sarah McLachlan? Und so enden die Abenteuer von Batperson. Ich werde ihn nicht sehr vermissen. Ich auch nicht. Aber am Ende des Tages ist das Leben im Einerlei ein gutes Leben. Ach, weißt du, lass das Cape an. Naja, gut genug jedenfalls.